Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ark Survival Evolved. Primal 4. Ja, so ist das. Ja, ich wollte die Karte nicht angucken, ich wollte das hier machen. So, ich habe in der Zwischenzeit hier Zitronen angebaut, habe schon ein paar eingesammelt, genauso wie unsere Karotten, die sind ja bekannt. Da kommt ein. Was mit meiner Tastendrückerei heute? Fabled Brachio und ein Fabled Pterodon. Fabled Kibble. Okay, so weit sind wir nicht. Aber wir sind so weit, dass wir Alphas zähmen können. Mit den Toxic Kibble. So, ich hätte jetzt gerne so ein Alpha Pterodon, Alpha RG, irgendwie sowas. Wir sollten da ein bisschen rumfliegen und gucken, was wir da bekommen können. Aber dafür müssen wir uns ein bisschen vorbereiten. Es gibt ja die. Ah, vielleicht gibt es die ja hier. Wenn ich Arrow eingebe, gibt es ja diese Toxic Trank Arrow. Die sind 18 mal so stark. Dafür brauchen wir Toxic Narcotic. So, und dann Toxic gebe ich mal hier ein. Toxic Narcotic besteht aus Rare Flower und Rare Mushroom und Toxic Blood. Haben wir überhaupt Toxic Blood? Sieht nicht gut aus. Obwohl, wir müssen ja hier reingucken. Da habe ich es, wenn überhaupt, reingeschmissen. Fabled Blood haben wir, aber Toxic Blood haben wir nicht. Wie kriegen wir den Toxic? Oder ist das? Ne, das ist wirklich. Toxic Kibble. Wir haben Alpha Blood haben wir, aber wir haben kein Toxic Blood. Das ist aber auch komisch. Ich sollte dies hier im Kühlschrank stellen. Wir sollten aber auch. Ich sollte die Base umplatzieren. Hier gibt es ganz blöde, böse Sachen. Immer zwischendurch auf einmal ist irgendwas da, was einen killen will, wenn man gerade auf den Server kommt. Das ist super nervig. Ich habe überlegt, irgendwie hier oben drauf auf dem Steinplateau was zu bauen und irgendwo Mitte auf der Karte. Aber ich denke mal, sobald wir einen vernünftigen Flyer haben, wo wir einiges aufladen können, können wir das tun. So, Toxic Blood haben wir nicht. Also wir haben Potent Narcotic. Davon haben wir 35. Wir sollten, glaube ich, auch ein paar Potent. Ja, komm, rein damit. Aber ja. Ich habe irgendwie die Befürchtung, beim RG oder sowas, da werden wir echt Probleme kriegen, wenn wir nicht die besseren Waffen haben. Und der ist ein Potent Trank. Ich bin auch immer ein bisschen noch hin und her gerissen, ob wie wir die runterkriegen, weil die haben so einen hohen Torpor. Aber ich denke mal, wir sollten einfach mal drauf los. Können eigentlich die ganzen Sachen. Ich wollte gerade sagen, hier reinschmeißen. Nein, hier reinschmeißen. So. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas Alpha-mäßiges. So, und dann schmeißen wir mal raus und fliegen mal ein bisschen rum. Ich weiß noch, dass wir einen Alpha-Pterodon hier in der Nähe hatten. Würde aber tendieren zu einem Argy, aber ich bin mir echt unschlüssig, ob wir den überhaupt runterkriegen. Alter Schwede, der mich erschreckt. Also hier vorne um die Ecke war ein Alpha Pterodon vor ein paar Tagen. Da ist einer. Da ist ein 110er, aber wir hatten einen 290er oder 270er gesehen. 260er normal, Female. Okay, wir könnten die natürlich miteinander verpaaren, dann wären die auch schon ein bisschen besser. Der hat schon 4.500 Topor. Das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Schauen wir mal hier oben. Und mit dem RG, der hat wahrscheinlich noch viel, viel mehr Topor. Der Alpha RG. Da haben wir wahrscheinlich überhaupt gar keine Schnitte. Und in den Wald wollte ich auch irgendwie nicht rein, weil ihr habt ja gemerkt, wir sind ja Toxic Dodos. Kann ich die killen mit dem Pterodon? Oh ne, wenn er mich einmal trifft, dann bin ich wahrscheinlich down, ne?
Wir machen es auf der einfachen Art und Weise. Ich habe eigentlich gar keine normalen Pfeile mitgenommen, sehe ich gerade. Hey, was machst du da? Na, 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 na. Bist du? Bleib mal stehen. Oh, ich dachte, er läuft weiter. Oh, jetzt geht das mit den Dodo-Schießen hier wieder los. Warum mache ich so wenig Damage? 300 nur? Irgendwie. Ach so, die waren Partner-Buff. Okay. Macht Sinn. Aber wir müssen echt wirklich alles killen, was wir kriegen. Irgendwie habe ich das Gefühl auch, dass ich kaum level. Geht so langsam voran. Ich glaube, die Servereinstellungen sind ein bisschen zu extrem Vanilla, das ich glaube, wir müssen ja die Picke mal benutzen, dass die wir nicht, einfach nicht schnell genug leveln. Also ich bin Level 50, 56, 55 und es geht irgendwie ganz langsam voran, obwohl wir einige krasse Viecher killen. Wir müssen mal gucken, ob wir Toxic Blood kriegen. Nein, so nicht. Normaler Pateradon. So. Mal mit der Picke mal den kleinen zerhauen hier. Mit Toxic Blood jetzt? Ne, habe ich nicht. Na gut, alles klar. Ich werde ein bisschen rumfliegen und gucken, ob ich einen Alpha Argy, Alpha Pateradon finde. Und. Labelt. Und ich sage euch. Oder bringe euch dann zurück, wenn ich einen gefunden habe. Bis gleich. Nein! Oh, ich dachte, so ein Origin Argy verfolgte mich gerade. Boah. Ich habe herausgefunden, dass ich total Schwachsinn gelabert habe und Alpha zähmen wollte mit Toxic Kibble. Aber so läuft das nicht. Ich muss aber Toxic Blood kriegen, um Alpha Kibble herzustellen. Und irgendwie habe ich keins. So, deswegen habe ich mir überlegt, ich suche ein Toxic irgendwas. Also irgendwie ein Direwolf oder Sabertooth oder irgendwie so. Und versuche damit Toxic Blood zu farmen, damit ich wiederum Alpha Kibble herstellen kann. Und ich habe bisher nur einen Sabertooth gefunden, der Level 100 war. Also ein bisschen besser sollte er schon sein. Er muss ja auch ein bisschen was abkönnen. Oh, was da denn? Manticore. Also hier fliegen so viele böse Sachen rum, ne? Ich habe die ganze Zeit die Befürchtung, es ist gleich sofort zu Ende. Ja, aber ich mache mich weiter auf die Suche. Vielleicht finde ich ja gleich noch was. Da unten ist ein Dödi. Aber der ist bei dem Manticore. Ne, der kann auch ruhig da bleiben. Gut, ich suche weiter. Ich dachte gerade, der Origin ist mein sicherer Tod. Oh, guck mal, da ist ein Toxic. Aber Level 40. Aber hier sind einige. Sabertooth. Säbelzahn, Tigerjaw. Ich glaube, hier können wir einmal zusammen mal schauen, was es hier so gibt. Die Alpha-Dodos, Toxic-Dodos habe ich jetzt ein paar Stück gefarmt, um Toxic Blood zu bekommen. Aber die geben komischerweise keins, nur Hide. Vielleicht muss man etwas stärkere Toxic-Tiere platt machen, um diesen Blut zu bekommen. Deswegen dachte ich, ich zähme mal auch. Was ist da denn los? Buschelparty. Zähme ein Toxic, damit ich Toxic vernünftig sammeln kann. Drache. Ah, der hat nicht reagiert. Oh, hier ist überall nur Zickzack-Gefliege hier. An diese Fable, die gibt es überall. Also da habe ich keine Befürchtung, irgendwas zu finden. Wenn ich mal danach suche, wahrscheinlich wenn ich danach suche, sind sie auch nicht da und davon abgesehen. Können wir mal kurz zusammen auf die Karte gucken. Also ganz überall war ich natürlich noch nicht.
Ich wollte erstmal die Berge abchecken, da wo die Säbelzahntiger meistens abhängen. Direwolf wäre auch gut, wie schon gesagt. Oder vielleicht ein Skorpion. Damit könnte man sogar vielleicht zähmen. Hier ist aber kein Toxic dabei. Alles klar, offensichtlich wird das hier noch eine längere Tour. Ich bringe euch gleich dann zurück, wenn ich was gefunden habe. So, nach kleiner Suche, vielleicht eine Minute später, nachdem ich euch ausgeholt habe, hier ist ein 280er Toxic Skorpion. Wir könnten versuchen, hier oben drauf zu landen. So, das ist schon mal gut gegangen. Ich pack den hier weg. Vorsichtshalber, weil ich sehe es schon kommen. Ich falle runter. Der fliegt weg. Totales Chaos und Desaster. So. Mal sehen, ob das hier was wird. Der ist voll daneben. Wir müssen echt aufpassen, dass wir mal treffen. Und wieder daneben. Der endlich mal ein Treffer. Topor steigt knapp 2000 pro Schuss. Fängt der schon an zu laufen? Ich hoffe nicht. Das ist eine Falle. Ich gehe hier runter und dann... Oh, daneben. Oh, was war das? Ich bin etwas runtergefallen. Guck mal her. Was? Also diese Pfeile, die reagieren irgendwie anders wie normale Pfeile. Aber ich bin ja nicht der beste Schütze, das weiß aber jeder. Volles Risiko. Wo ist er denn da? Na komm. Kommst du jetzt? Alter Schwede, bin ich schlecht. So. Der braucht 3 Toxic Kibbel. Und ich habe die nicht mitgebracht. Nein! So. Scheint hier sicher zu sein. Ich sprinte eben nach Hause. Und hole mein Toxic Kibbel. Hey, der ist fertig. Sehr schön. Ich habe auch schon einen Sattel mitgebracht. Zeig dich. So. Jake. Sieht ja mega aus. Foto, Foto. So, kriegst einen Sattel. Jetzt bin ich ja... Oh, der ist schön schnell unterwegs. Jetzt müssten wir eigentlich Toxic... oh, nee, da fliegen wir nicht her. Ah, so sticht er so zu. Alles klar. Gut, wir nehmen den erstmal auf. Wir suchen eine schöne Stelle und da vorne hatte ich einen Saber gefunden, Level 100. Toxic und wollte den mal killen. Mal sehen, ob wir Blut von dem bekommen. So. Supply Crate ist ein Water Jar. Na super. Hier vorne um Ecke muss er gewesen sein. Oder da oben. Da will ich nicht hin. So, wo sind diese Säbelzahnen? Das waren Level 100, den wollte ich nämlich nicht sehen. Level 100 bringt uns nicht viel. Moschups. Will hingegen Säbelzahn-Toxic benutzen. Ich will diesen gucken, ob der dann im Blut... von dem bekommt. Das muss hier vorne gewesen sein.
Ich suche den und dann. Ja, ihr kennt die Prozedur. So, wir haben einen Toxic-Säbelzahn da vorne. Und einen Manticore, der da hinten rumturnt. Aber die sind auch noch andere Säbelzahntiger. Ich hoffe, die zerpflücken mich uns nicht. Oh, da sind aber viele. Und Topo macht da auch nicht so super viel, aber vielleicht kriegen wir das hin. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob er den Blut gekriegt hat oder nicht. Aber so super viel Damage macht er auch nicht jetzt. Ich habe jetzt mir doch deutlich mehr erhofft. Aber wir haben es überlebt. 6 Level. Ein bisschen mehr da, ein bisschen mehr da. Aber wir haben Toxic Blut bekommen. Sehr gut. Das hat sich schon gelohnt. So, also von den Säbelzahnen kriegt man die auf jeden Fall. So, ich glaube, wir versuchen direkt. Achso, mein Aterradon ist da. Nehmen wir gleich mit. Wir versuchen gleich Kibbel daraus zu machen. Und auf dem Rückweg halte ich auch Schau nach weitere Toxic-Viecher, die wir killen können. Und vielleicht kriegen wir noch ein Alpha-Pateradon oder irgendwie ähnliches. Obwohl man die Toxic nicht unterschätzen sollte, außer... Was ist denn das? Säbelzahn, ist da ein Toxic drunter? Ich sehe jetzt den 40er und den anderen. Hier ist einer. Ich versuche die mal so zu killen. Und zwei Toxic, oder? Ein 110er. Noch ein 110er. Volles Risiko. Ach, die legen sich mit den Argy jetzt an. 10 brauchen wir die nicht, die 100er. Das lohnt sich nicht. Ich fühle mich hier zwar sicher, hier oben, aber hier unten nicht. So, jetzt treffe ich den, oder? Ich brauche unbedingt Gewehr. Dieses Drop von dem Pfeil auf so eine Distanz ist irgendwie nervig. Da ist er. So, wie weit kommst du ran? Er kommt bestimmt hier komplett hoch, da lache ich mich schlapp. Da bist du. Er kommt auch hier hoch und hat mich gleich abgemurkst. Ja gut, wir machen den Alpha-Kibbel fertig und holen uns einen Alpha-Pateradon. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Wir können unsere Klamotten Gott sei Dank zurückholen. Warum haben wir jetzt einen Ring? Habe ich das aus Versehen eingeschaltet? Muss ich nicht verstehen, oder? Oder habe ich das hier da eingeschaltet? Nein. Nö, weiß ich nicht. Egal. Suche ich später. So. Das kommt in den Kibbeltable hier rein. So, und jetzt brauchen wir Alpha Kibbel. Alles, was es gibt. Alpha Blatt brauchen wir auch. Hab ich doch. Kannst du nicht pullen? Kib. Alpha Kibbel 10. Toxic Blatt. Upp. Nur 8. Ja, jetzt kann man. Jetzt geht's langsam los hier. Frage ist nur, ob wir
ein paar Terradon oder ein Argy so weit runter kriegen. Oh Moment, sollen wir so viele denn erstellen? Wir brauchen eigentlich einen guten Dart auch, ne? Aber wir haben schon mal einen Kibbel. Ich glaube, ich gehe mal auf die Jagd nach mehr Blut und versuche mehr Trank Arrows zu bekommen von der besseren Sorte, von den Toxic Trank Arrows. Die sind nämlich nochmal doppelt so gut wie die Potent. Dann werde ich erstmal mit den Skorpionen ein bisschen umwandeln. So, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Wir brauchen auf jeden Fall einen vernünftigen Kühlschrank. Man kann nicht alles auf einmal machen. Alles klar, ich gehe ein bisschen farmen und wir sehen uns gleich. So Leute, ich sehe ein Alpha Pterodon 270. Wir haben den Alpha Kibbel jetzt erstellen können. Die Frage ist jetzt, können wir den bolern? Ich habe irgendwie ein ganz böses Gefühl hier. Ich glaube nicht, dass die Bola da funktioniert. Ich meine, hallo? Geht's noch? Ich bin wohl. Ich versuche hier gerade ein Video zu machen. So, zum Thema. Wir sollten auch die guten Pfeile, die ich jetzt habe, die Toxic Arrows, ich weiß nicht, ob wir direkt einen Schuss drauf setzen sollen. Ich glaube, das machen wir. Einfach einen Schuss drauf und gucken, was passiert. Am besten Headshot gleich direkt, da ich so gut treffe. Oh, der ist sofort weg. Boah, geil. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Bin geschockt. Ich habe jetzt den Kibbel gar nicht mit. Wie immer. Nein, ihr müsst eigentlich nur da hinten hinlaufen. Ah, wir machen es anders. Boah, bleibt da liegen. Ich bin gleich wieder da. Boah, das ist ja Wahnsinn. Erst ein Toxic Skorpion und jetzt auf einmal gleich direkt ein Alpha Pterodon. Das wird definitiv helfen. Der Skorpion, der ist nicht überragend. Also... der macht seinen Job. Ich habe die ganze Zeit die Schildkröten gejagt. Die haben zwar über 10.000 Leben, aber unser hat 15.000 und das hat gut geklappt, die zu killen mit den Skorpionen. Kann ich ja gleich, während wir hier zähmen. Oh, 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 oh. Bleib bloß da hinten. Apex, ja. Ich wollte gerade sagen, wir können das mal einmal demonstrieren an diesen Kollegen hier vorne. Während wir warten. Kämpfen aber. Der ist ja schon. Aber der ist ein 270er auch, ey. Ja, die ganze Zeit habe ich hier drauf geschlagen. Ich habe den mal versucht zu harvesten mit der Picke oder mit der Axt. Irgendwie habe ich da kein Blut rausbekommen dann. Eigentlich mit dem Skorpion selbst hat es funktioniert und das auch nicht jedes Mal. Aber es hat jetzt 16 Stück, habe ich glaube ich, an Blut bekommen. Und das hat für 10 Pfeile erstmal gereicht. Mehr wollte ich noch nicht ausgeben. Wegen. Ja, da haben wir wieder 8 Blut bekommen. Perfekt. Nehmen wir gleich mit und packen den gleich direkt ein, weil dieser Apex, der kommt mir echt gefährlich nah. Ich will den Taming Helper benutzen. Habe ich den überhaupt dabei? Komm. Nimm das. Werd fertig. Ja, genial. Weg mit dir. Ja, wir brauchen jetzt nur noch einen Sattel. Ein Sattel, komm. Keine Lust zu laufen, bin faul. Boah, ich freue mich schon richtig. Aber hier abhängen ist
langsam echt blöde. Guckt euch mal das an hier. Der geht mir schon die ganze Zeit auf den Nerv mit seinem Rumgetrampel. So, können wir überhaupt einen Sattel bauen? Put. Labeled. Alpha, da ist es. Oh nein, Chitin Quarantin fehlt noch. Wie viel? 17 Stück. Wie brauchst du denn? 150. 40 da. Okay. Dann sieht so aus, als müsste ich wieder ein bisschen farmen gehen. Level verteilen. Muss mir langsam mal echt eine Rüstung besorgen. So, ich besorg mal ein bisschen Chitin Quarantin. Eigentlich müsste es hier doch. Hier war doch ein Käfer hier unten irgendwo. Habe ich nicht gesehen? Einen gesehen gerade? Wo ist er hin? Natürlich sind keine da, wenn man einen braucht. Keinen einzigen Käfer? Metallkäfer. Mal wieder normale Sicht hier einstellen. Gerade geguckt, was die da oben machen. Könnten natürlich auch wieder Schildkröte platt machen, aber ich glaube, der gibt nicht viel. Toxic. Boah, da ist ein Toxic Sabertooth. Ich glaube, der würde deutlich mehr Damage machen, den muss ich mir mehr definitiv merken. Jetzt brauche ich eigentlich nur Chitin Quarantin. Ah, da. Ein Käferchen. Warte. Genau, die richtigen Munition aufsetzen. Ich packe immer jetzt die Viecher ein. Also ich bin super vorsichtig geworden. Und ich habe, ach ja, was ich vergessen habe zu erwähnen. Ich habe meinen Bogen jetzt auf 600+%. Aber jetzt komme ich nicht dahin, oder? So, jetzt haben wir, oh, sogar Silk. Cool. Wir haben genug. Ab zur Base. Ich habe den Bogen mit den Augmented Station, also den Crossbow, hochgebracht. Und ja, dann würde ich sagen, hat gerade geschellt, mein Sohn ist an der Tür. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Moment, was ist denn da draußen los? Drehst du durch? Bleib locker, ich zieh bald um. So, wir haben jetzt genug Quarantin, Chitin, bla bla bla, Peter. Abled, nein. Das ist der Alpha. Ja, wir haben ein Alpha. Boah. Beides Männchen sogar. Alpha. Upp. Oh, super. Der sieht absolut mega aus. Ups. Der sieht richtig genial aus, aber seine Augen sind ein bisschen freaky, finde ich. Egal, wir werden einen kurzen Flug machen mit unseren kleinen Freund. Was macht der jetzt für Damage? Gehen wir mal auf den zu. Kann nichts sehen. Schön schnell ist er. 500 Damage. Das ist super. Boah, das ist super. Jetzt können wir Alphas jagen. Das ist richtig super.
müssen wir erstmal unsere Stats angucken. Habe ich auch noch gar nicht. Oh, so können wir jetzt langsam Sachen farmen. Das ist genial. So, Stats. Wir haben 12.000 Leben. Wir haben 605. Boah, was haben wir? 600. Der 53 in Damage, 60 in Tauchen. Super. Sauerstoff brauchen wir ganz viel. Wir machen ein bisschen mehr Leben und mehr Damage. Ein bisschen mehr Ausdauer. Gewicht hat er auch einiges. Ah, das wird unser neues Haupttier. Oh, ist das schön. Bei den Apex, den greife ich nicht an. Noch nicht. Aber jetzt können wir auch mehr Toxic Blood besorgen. Boah, der macht... Boah, die Steigerung ist gut, ey. Ich glaube, wir sollten ein Weibchen Pateradon versuchen zu kriegen und dann die vielleicht miteinander verpaaren. Das wäre mal eine richtig coole Idee. Und die Angriffsgeschwindigkeit ist super. Mehr Damage. Oh, schon fühle ich mich viel, viel sicherer. Gorillatops. Ah ne, ich will nicht von diesen Elder angegriffen werden. Bronto ist jetzt auch gar kein Thema mehr. Was machen wir mit der Drehattacke? 1700. Boah, klasse. Ah, ich glaube, wir sind einen Evolutionsschritt höher wie sonst. Also ich würde gerne mein Leben auf 15.000 erhöhen. Aber ich bin drauf und dran, mir ein Weibchen, ein High-Level-Weibchen noch zu besorgen. Das wäre absolut klasse. Die Levels purzeln für den Pateradon jetzt gerade rein. Mega. Drank Arrows. Blut. Alles, was das Herz begehrt. Was bist du denn? Fabled. Ja, ich glaube, das war's für diese Folge. Wir haben ja einiges geschafft. Wir haben unseren ersten Toxic Skorpion bekommen. Wir haben jetzt unseren Alpha Pateradon. Und das ist unglaublich. Ich bin echt total begeistert. Ich hoffe nicht, dass er gleich noch stirbt oder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und hinterlasst ein Like und ein Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.